Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Part von Pokémon Tekken und das bedeutet natürlich wieder, dass wir ein bisschen was zu besprechen haben und genau darauf möchte ich heute eingehen. Ja, ich bin momentan dabei, hier gerade die grüne Liga zu machen, das ist die einfachste Liga. Wir sind bei Rang D, ich glaube Rang E fängt man an, von daher einmal aufgestiegen bin ich und wenn wir jetzt hier gewinnen sollten, alle 5 Kämpfe, ja, dann sollte das ganz gut klappen. Kampf 1 und 2 habe ich schon gemeistert, wir fangen jetzt bei Kampf 3, 4 und 5 dann an. Und mal schauen, wie das so laufen wird, oder? Ich würde sagen, auf geht's gegen ein Suicune. Das ist übel laut bei mir, Alter. Was ist hier los? Junge, Junge, Junge. Ja, wir nehmen einfach jetzt mal Jirachi und Elfun. Wunschtraumverstärker. Limit temporär verstärkt. Resonanzmeter steigt. Okay. Wer temporär Distanzangriffe ab? Regeneriert KP schwach. Ja, klingt jetzt nicht so geil, aber wir nehmen die einfach mal, würde ich sagen, oder? Let's go. Ja, es gibt insgesamt 2 Dinge zu besprechen. Und wir fangen einfach mal mit dem Wichtigsten an, oder für einige vielleicht am Wichtigsten, und das ist die Gamescom, denn dazu habe ich, glaube ich, offiziell noch nie so richtig ein Wort verloren. Und zwar werde ich auf der Gamescom sein, und zwar nahezu jeden Tag. Ich bin von Mittwoch bis Samstag da, allerdings am Donnerstag nicht. Wir nehmen einfach mal Elfun jetzt hier. Das heißt, Mittwoch, Freitag und Samstag bin ich auf der Gamescom, aber am Donnerstag, wo ich eben nicht da bin, ja genau, das wollte ich machen, Alter. Weiß ich natürlich. So, am Donnerstag bin ich nicht auf der Gamescom, aber ich werde in Köln sein. Da werde ich ein bisschen umherlaufen und da machen wir vielleicht auch schon mal ein kleineres Treffen. Und ich denke sehr stark, dass wir am, den Move kenne ich eigentlich ehrlich gesagt noch gar nicht. Für mich ist es momentan immer noch so ein bisschen draufdrücken. Also am Donnerstag ein kleines Treffen und sehr wahrscheinlich dann irgendwie am Samstag oder am Sonntag ein größeres Treffen. Wenn ich da mehr weiß, werde ich euch auf jeden Fall dazu auf dem Laufenden halten. Das sollte nicht das Problem dann sein. Deswegen, wir können uns sehr, sehr gerne treffen. Schreibt gerne mal rein in die Kommentare, ob ihr auch auf der Gamescom seid. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie man denn alles so sieht und so. Und habt dann auf jeden Fall keine Hemmungen oder so, mich anzusprechen, weil ich bin schüchterner als ihr. Demzufolge müsst ihr da keine Angst. Wow, das ist eine mega awesome Attacke von Suicune, ehrlich gesagt. Aber ja, habe ich jetzt hier nur irgendwie die Hälfte getroffen, oder? Alter, was geht denn hier ab jetzt? Ich mich da einfach ewig an der Dings gehalten habe. Erstmal schön die Beine wegziehen wieder. Wir kennen es ja, ne? Wir kennen es ja. Ja, genau. Sprecht mich einfach an. Ich bin schüchterner als ihr. Definitiv. Definitiv. Ich könnte hier mal meinen Jirachi holen. Das unterstützt mich jetzt irgendwie so ein bisschen. Und jetzt könnte ich mal in meinen Burst reingehen, Alter. Und jetzt versuchen wir dann gleich mal irgendwie... Oh. Ja, ich wollte eigentlich jetzt irgendwie in diese 2D-Kampfperspektive reingehen, in die Kampfperspektive oder whatever das ist und dann meinen Ultimate rausballern, aber hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Wow, ich habe sogar mal 2,5 Punkte in Technik. Das ist ja krass. Ich weiß nicht wie, aber es scheint gut geklappt zu haben, einfach irgendwas random zu drücken. Genau, deswegen, ich bin auf der Gamescom vor allem eben, um Leute zu treffen. Natürlich auch Freunde unter anderem und so, ne? Aber im Grunde... Ich habe keine Ahnung, ich gehe einfach auf Verteidigungsfähigkeiten hier. Im Grunde bin ich da, um Leute zu treffen. Und das bedeutet eben auch, um euch zu treffen. Und das ist, ich finde, die Gamescom ist da einfach eine wunderbare Gelegenheit. Ja, Alter, übertreib halt hier. Bonus erhalten, Fähigkeit erhalten, diese erhalten, hier Sonnenblume erhalten. Geil. Und deswegen, sprecht mich auf jeden Fall an. Und dann kommen wir hoffentlich irgendwie ins Gespräch. Mal schauen, was das wird. So, es geht jetzt gegen den 13. Normalerweise immer so gegen den 30. oder so. Und jetzt gegen den 13. Das könnte natürlich ganz interessant werden. Ich habe mal Bock auf Evoli. Ich habe keine Ahnung, was es macht, aber wir werden es einfach mal einsetzen. Ich müsste das ganze Spiel regelmäßiger spielen, aber aktuell habe ich überhaupt keine Zeit. Und das ist nämlich auch das nächste Thema. Denn ich habe wirklich überhaupt keine Zeit. Ich saß jetzt in den letzten 5-6 Tagen an meiner Hausarbeit, mehr oder weniger. Und an anderen wichtigen Punkten. Und demzufolge hatte ich sehr, sehr wenig Zeit zum Stream. Temporär erhöhter Angriff und KP-Regeneration. Nice. Machen wir einfach mal. KP-Regeneration kann schon nicht so schlecht sein. So. Ich habe Angst, dass das jetzt direkt ein bisschen härter wird. Auf jeden Fall protected er schon mal ein bisschen mehr. Einfach die Beine wegziehen, oder? Okay, hat gut geklappt. Beine wegziehen geht, glaube ich, auch immer nur in der Angriffsform. Aber jetzt können wir Beine wegziehen, Alter. Bats! Du bist meinem... Alter, willst du mich verarschen? Du bist einfach meinem Meisterangriff ausgewichen. So, okay. Meine Helferleiste ist voll, das ist sehr schön. Brauche ich die aktuell schon? Ich bin mir nicht sicher. So, okay. Sehr schön. Und jetzt können wir die Beine mal wegziehen.
Okay, jetzt hole ich mein Master Evoli auf Doom. Denn jetzt greife ich einfach mal an in der Zeit und nehme dieses Nibuna hier easy peasy raus. Ja, die nächste Sache ist, ich habe wenig Zeit und das liegt zum einen an der Hausarbeit. Die habe ich jetzt mehr oder weniger auch hinter mir. Das Problem ist, dass jetzt meine übliche Sommerpause beginnt, wo ich dann einfach mal nicht da bin. Das wird jetzt ungefähr nicht ganz anderthalb Wochen sein, ein bisschen mehr als eine Woche, so in dem Dreh. Oh, was habe ich da gemacht? Ich habe da irgendwas hingeworfen. Finde ich ja sehr cool. Kann ich hier irgendwie mal mein Dings hier machen? Genau das. Das war sogar mal Absicht. Das finde ich ganz schön. Okay. Aua, 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 aua. Aber wir haben sehr viel von dem Dings aufgesammelt. Und jetzt kann ich hier in meine Mega gehen. Oh nein, er hat das Schild offen, oder? Damit kann er mich blocken. Kann er nicht blocken. Okay. Keine Ahnung, warum. Ich glaube, irgendwie kann man auch blocken. Aber vielleicht braucht man dann eine gewisse Verteidigungsfähigkeit. Ja, Sommerpause, was bedeutet das für euch? Im Prinzip nicht viel, sondern sogar, wenn alles klappt, eher positive Sachen. So, ich kann jetzt nochmal mein Dings hier holen. Amphiesel ist es dieses Mal, dass hier nochmal ein bisschen Damage reinrückt. So, und jetzt die Beine wegziehen. Oder so, oder irgendwie damagen. Okay, wunderbar. Bedeutet im Prinzip nichts für euch. Es verändert sich nichts, weil ich vorproduzieren werde. Und im Moment ist das sogar eine sehr, sehr gute Nachricht. Denn im Arena Battle, und das wird das Hauptprojekt sein, das kommen wird. Überraschung, Überraschung. Gibt es erstaunliche Neuerungen. Neuigkeiten, indem jetzt einige Kämpfe gemacht wurden und wir von daher einfach mal ein paar Parts am Stück rausballern können. Und deswegen werde ich jetzt so in den anderthalb Wochen, wo ich nicht da bin, da wird es halt keine Streams geben. Das ist so das, was für euch relevant ist. Vielleicht schaffe ich es heute noch einzumachen. Das wäre natürlich gar nicht mal so kacke. Ich gehe mal hier auf Resonanzfertigkeit. Ja, aber ansonsten wird es keine Streams geben. Dafür wird es aber sehr wahrscheinlich nahezu täglich eine AB-Folge geben. Und das wird sehr, sehr cool. Da freue ich mich drauf. Muss ich auch noch annehmen. Und ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe zu rendern rechtzeitig und so. Das würde halt so ein bisschen die Schwierigkeit dann werden letztendlich. Wo wir eben sehen müssen, ob es klappt oder nicht. Aber wenn es zeitlich klappt, weil ich muss heute Nacht um 4 Uhr weg. Und ich bin jetzt schon irgendwie um die 12 Stunden wach oder sowas. Und es ist gerade 8 Uhr morgens. Wobei ich bin länger schon als 12 Stunden wach dann, ne? Naja, egal. Irgendwie seit 14 Stunden oder so. Und ich muss jetzt eben alles noch vorproduzieren, plus die Hausarbeit fertig machen. Und heute Nacht um 4 geht's los. Deswegen, da ist noch einiges, was gemacht werden muss. Deswegen bin ich noch skeptisch, ob ich alles schaffen werde. Aber wenn ich alles schaffe, dann kommt täglich das Arena Battle bis auf an 1-2 Tagen. Okay, gehen wir jetzt mal rein in den finalen Kampf. Ansonsten bin ich, glaube ich, alles losgeworden, was ich sagen wollte. Wir gehen jetzt mal... Ja, was nehmen wir denn? Ich habe absolut keine Ahnung. Ehrlich gesagt hat mir Amphiesel ziemlich gut gefallen. Es hat irgendwie... Zumindest sah es so aus, als wenn es Damage gedrückt hat. Ich habe ja jetzt nicht die größte Ahnung. Und wir spielen gegen Glurak. Der hat 10 Siege. Das heißt, der muss ja sowas wie Können haben. Ich meine, gut, wir haben auch mehr als 10 Siege, glaube ich, insgesamt. Boah, Glurak sieht richtig gefährlich aus. Einfach so im 3D. Okay. Schauen wir mal, was das werden wird. Ich nehme Amphiesel. Amphiesel hat mir wirklich gut gefallen und es ist halt sehr schnell auch wieder fit. Von daher, damit kann ich ganz gut leben. So, Glurak geht auch jetzt... Wow! Da bin ich aber ganz okay durchgekommen. So, okay, kann ich jetzt hier vielleicht mal meinen direkt in... Genau, direkt hier reingehen, weil dann kann ich wieder den besten Move der Welt machen, das Beine wegziehen. Okay, wollte er da gerade irgendwas Stärkeres machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich will mal den Move hier ausprobieren. Irgendwie klappt der nicht so ganz, wie ich das möchte. Ah, ist okay. So, dann lass uns zurückgehen. Helferleiste ist voll. Dann jetzt mal am Fiesel rein, was hier von hinten mit ein paar Wasserattacken ballert. Dann gehe ich direkt hier wieder rein. Und sobald er den Boden berührt, Beine wegziehen. Kurz zurück, jetzt von oben mal so ein bisschen den Angriff. Und bam, perfekt. Perfekt gegen Glurak, gegen James, Alter. Den fast besten Spieler hier in dieser Liga. Holy shit. Wenn man das nicht Skill nennen kann, dann weiß ich auch nicht. Okay, vielleicht lerne ich das irgendwann mal. So, die Evoli-Leiste ist vollkommen. Nehmen wir einfach mal Evoli. Das macht ja KP-Regeneration plus Angriff. Und wenn wir das zusammen mit unserem Burst-Modus kombinieren, dann könnte das vielleicht ganz gut klappen. So, warte mal. Wie ging das nochmal? So, oder? Nee. Warte, wie? Ich wollte eigentlich was anderes machen. Achso, ich glaube, hier kann ich das nicht machen, sondern nur im Rundum-Angriff, ne? Oh. Jetzt ist Glurak aber gemein. Bam, Beine wegziehen, Alter. Und nochmal. Ich mache viel zu viel Schaden mit diesem Beine wegziehen-Move. Komm, wir müssen schon den Finisher jetzt machen, oder? Kann ich bitte mein Limit mal haben? Oh Gott. Oh Gott, geh weg. Geh weg, Glurak. Okay, geblockt. Erstmal ein bisschen zurückziehen. Kannst du bitte aufhören damit? Okay. Kann man mal ein Limit vollgehen? Ich traue mich nicht, dich zu schlagen. Du hast doch kaum noch Leben. Ach Mann, komm, Evoli. Töte ihn. Bam.
Okay, das war's noch nicht. Ja, wir können noch in unsere Mega gehen. Super gut. Und bam, Alter. Jetzt war's es aber für dich. Ist mir egal, ob da dein Serpi vor ist oder nicht. Bam, Dirigu. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber das ist vollkommen okay. Denn jetzt nehme ich dich mit meinen Ranken gefangen und das war's. Bye, bye, Glurak. Und das dürfte es mit dem Aufstieg gewesen sein, oder? Denke ich mal. Glaube ich. Vielleicht. Eventuell. Ich habe eigentlich echt Bock, in dem Spiel gut zu werden, aber irgendwie fehlt die Zeit und ein bisschen auch die Motivation. Alter, einen fetten Bonus, 4 Sterne hier, oh mein Gott, fucking Gott, was ist denn los? Und bist du zufrieden mit deiner Leistung? Ja, ich habe alles gewonnen, aber ob das jetzt eine Leistung war, das ist eine andere Sache. So 20.000 Pokegold oder so. Bin etwas ausgebrannt. Der Kleine hat einen Burnout, oder? So, Liga-Match-Resultate, schauen wir uns das doch mal an. Ich bin Trainer-Neuling. So, Siege 5, Niederlagen 0, 50.000 Preisgold insgesamt und ich droppe von Platz 32 auf Platz 12. Oh, holy shit, Leute. Ab jetzt wird ziemlich crazy, glaube ich. Wir gucken mal nochmal kurz in die grüne Liga rein. Ach, ich bin weiterhin Rang D. Okay, aber Platz 12, glaube ich, mittlerweile. Und jetzt geht es halt gegen 20, 14, 18, 10, 6 und so. Von daher, Platz 6 ist natürlich schon mal ein ganzes Stückchen höher. Aber sollte irgendwie machbar sein. Aber gut, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, bisschen hier Pokewatch wollte ich schon sagen. Auch das ist noch ein Projekt, was kommen wird. Da haben wir auf jeden Fall noch Aufnahmen, aber das werde ich jetzt nicht schaffen, in der Sommerpause hinzubekommen. Und auch nach der Sommerpause sieht es ein bisschen schlecht aus, weil da eine andere Hausarbeit ansteht. Auf die habe ich überhaupt keinen Bock. Von daher, mal sehen, ob es irgendwelche Auswirkungen auf den YouTube-Kanal haben wird. Sicherlich dann in Richtung Endphase, wo ich dann wieder alles auf einmal machen muss. Aber naja, ich hoffe wirklich, dass ihr eine schöne Zeit habt jetzt gerade. Die meisten haben ja Ferien, zumindest diese Woche noch. Ne? Bei anderen geht die Schule, glaube ich, nächste Woche auch schon wieder los. Kann es sein? I don't know. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich mache auch halben Urlaub. Ist halt das Devoisia-Treffen, wo dann eben zusammen auch wieder viel gearbeitet wird an den nächsten Projekten und so. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Geht wieder Richtung Bayern und Bayern war und von daher bin ich sehr gespannt, wie das dieses Mal werden wird. Ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit, gerade hier auch auf dem Kanal. Das AB geht endlich weiter. Wir sind ja noch mitten im Run von Philipp, der ja, glaube ich, die ersten zwei besiegt hat. Ne? Ich glaube, René und Chuck waren es, glaube ich, meine ich. Ja, auf jeden Fall geht's da, wenn alles klappt, heute schon weiter. Wenn es heute noch nicht weitergeht, dann auf jeden Fall morgen. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Und dann wird es eben auch nochmal ein NPBL-Analyse-Video geben, wo ich so ein bisschen darauf eingehe. Was habe ich denn gedraftet, wenn ihr gestern nicht beim Draft mit dabei wart? Und was haben die anderen so gedraftet? Wie sieht mein Team jetzt aus im Verhältnis zu den anderen und so? Da wird es auch nochmal ein etwas längeres Talk-Video geben. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann auf jeden Fall. Denn bei der NPBL ist es so, dieses Wochenende kommt nichts. Nächstes Wochenende kommt eben dieses Analysevideo, diese Kadervorstellung. Und dann das Wochenende darauf, also müsste irgendwie so der 16., 18. irgendwas in dem Dreh sein. Da geht es dann eben weiter mit dem ersten Spieltag der Rückrunde. Und dann, Leute, drehen wir richtig auf. Denn mein neues Team finde ich, glaube ich, ziemlich cool. Das soll es aber gewesen sein für heute. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüssi.